Wir sind hier heute unter dem Motto Freiheit statt Angst auf der Straße, weil wir empört sind. Wir haben es satt, nur selbst uns individuell und einzeln zu wehren, mit Verschlüsselung, mit Anonymisierungsdiensten und gar mit Kommunikationsverzicht. Denn seit Edward Snowden seine Enthüllung öffentlich gemacht hat, wissen wir, dass die Dinge, die wir immer befürchtet haben, tatsächlich passieren. Und das erschüttert sehr viele Leute. Viele wissen überhaupt nicht, was sie jetzt tun sollen, wohin mit ihrem Ärger oder was man unternehmen kann. Und die Sache ist, dass wir tatsächlich die Politik ändern müssen. Und deswegen sind wir heute auf der Straße. Away, away with the NSA. Away, away with the NSA. I'm here because I stand against mass surveillance. And I want to help ensure due process and human rights for all people. And right now, every person in the world is impacted by mass surveillance. And most of the governments of the world have ignored their responsibilities. They have duties specifically to stop mass spying and to stop mass espionage and to stop the surveillance. Es ist extrem schade, dass die Bundesregierung hier nicht versteht, dass sie die Interessen des deutschen Souveräns, nämlich des Volkes, zu vertreten hat, dass hier auch Interessen zu vertreten sind, sondern dass man versucht, Machtinteressen im Einklang mit verschiedenen Partnern irgendwie zu priorisieren oder höher zu stellen. Das ist ein Riesentrugschluss, das wird uns ganz böse auf die Füße fallen. Und im Endeffekt ist das wahrscheinlich nichts als der verzweifelte Akt von Kollaborateuren und Komplizen, die versuchen zu verschleiern, dass sie selbst seit Jahrzehnten an diesen Machenschaften beteiligt sind und eigentlich zur Verantwortung gezogen werden müssten. Nun ja, wenn halt jeder immer überwacht wird, dann kann man sich nie sicher sein, ob das in der Zukunft einmal negative Konsequenzen für einen hat, was man tut. Was dazu führen wird, dass sich Menschen nicht mehr politisch beteiligen, und das ist halt eine große Gefahr für die Demokratie als solches. Es geht ja hier um nicht wenig, sondern es geht um das Grundrecht der Kommunikationsfreiheit, der Meinungsfreiheit, um Privatheit insgesamt. Das ist erheblich, und dafür hat die Bundesrepublik eigentlich nur versucht, auf mehr oder weniger diplomatischem Wege etwas zu erreichen, was ihr aber nicht gelungen ist. Auf jeden Fall hat sie diesem nicht Einhalt geboten, dieser Massenüberwachung. Und das hat möglicherweise einen Grund. Und der Grund könnte darin liegen, dass die Bundesrepublik und ihre Geheimdienste, insbesondere der Bundesnachrichtendienst, der Auslandsgeheimdienst, der Geheimdienst der Bundesrepublik, involviert ist in diesen globalen Geheimverbund. Und Edward Snowden sagt es ja sehr deutlich, und er muss es eigentlich auch wissen, NSA und BND liegen in einem Bett. Eigentlich eine recht grauenhafte Vorstellung. Und nicht nur das, sondern es geht ja noch weiter. Die Bundesrepublik ist drauf und dran, ihre Geheimdienste aufzurüsten. Nicht etwa die Bevölkerung zu schützen und vielleicht ein bisschen in sich gehen, sondern im Gegenteil, es findet eine allmähliche Aufrüstung statt, und die Geheimdienste sollen überwachungstauglicher gemacht werden. Ein Geheimdienst ist, wenn man so will, Fremdkörper in der Demokratie. Warum? Weil er demokratischen Prinzipien der Transparenz und der Kontrollierbarkeit widerspricht. Und solche Geheiminstitutionen neigen nun leider dazu, zu Machtübertretung, zu Willkür und Verselbstständigung. Und das haben wir in den letzten Jahren und Jahrzehnten immer wieder erleben müssen. Na, Journalisten sind natürlich durch die Überwachungsskandale, die wir im vergangenen Jahr Kenntnis von bekommen haben, massiv betroffen, weil eine Grundvoraussetzung für journalistische Arbeit ist ja Quellenschutz und Sicherheit von Quellen. Und Journalisten können seit dem Bekanntwerden der Überwachungsskandale, der Überwachungsexzesse im vergangenen Jahr eigentlich nicht mehr sicher arbeiten. Und das führt am Ende zur Einschüchterung von Quellen und am Ende auch zu schlechterem Journalismus, wenn Quellen nicht mehr mit Journalisten reden wollen. Und deswegen ist auch der NSA-Skandal im vergangenen Jahr, der längst ja mittlerweile auch nicht mehr nur ein NSA-Skandal ist, sondern ein Skandal, in den offenbar viele Geheimdienste verstrickt sind, auch der BND, ein massiver Angriff auf die Pressefreiheit. Wir kriegen durch diese Massenüberwachung
eine totale Überwachung der Daten der Bevölkerung. Und diese Daten, wenn sie einmal irgendwo gespeichert und ausgewertet sind, dann können sie für alle möglichen Zwecke benutzt werden. Gegen die Bürger in Einzelfällen, in großen Bereichen, gegen Gruppen, überall. Sie können auch kommerziell und in der Wirtschaft benutzt werden. Das müssen wir uns immer wieder vor Augen führen. Wenn wir jetzt hier demonstrieren, es geht darum, ob das Leben der Menschen schon jetzt, aber vor allen Dingen in Zukunft, durch diese Datensammlung gesteuert werden kann. Und das darf nicht sein. Verfassungsschutz und BND wollen sich vom großen Bruder NSA emanzipieren, sollen also aus dem Desaster gestärkt hervorgehen. Bei diesem schamlosen Wettrüsten in einem globalen Informationskrieg geht es nur vordergründig um Terrorabwehr und Sicherheit. Letztlich geht es um geostrategische und ökonomische Machtinteressen bis hin zur Aufstandsbekämpfung und Absicherung militärischer Interventionen. Also für mich sind Demokratie und Massenüberwachung einfach nicht vereinbar. Wer überwacht wird, ist nicht frei. Man wird manipulierbar, man wird erpressbar, man wird steuerbar. Unsere ganze Politik, die im Moment ja nicht wirklich gegen Überwachung kämpft, habe ich in dem Verdacht, dass Geheimdienste möglicherweise Kompromat über die gesammelt haben, dass die bereits erpresst sind, dass sie bereits manipuliert agieren. Damit sind es keine Volksvertreter mehr, die nach ihrem Gewissen und in meinem Sinne für mich da Politik machen, sondern die machen, was Geheimdienste wollen, die wiederum unter dritten Einflüssen stehen können. Vielleicht stecken da irgendwelche Lobbyisten von Großindustrien dahinter, keine Ahnung, das will ich nicht. Und deswegen müssen wir diese Massenüberwachung loswerden. Und noch etwas. Sind Sie in der NSA? Sind Sie bei dem CIA? Bei dem Bundesnachrichtendienst? Bei dem Bundesverfassungsschutz? Leak more documents! Oder seid ihr nicht bei NSA, Bundesnachrichtendienst oder CIA? Dann geht dorthin, arbeitet dort und draußen kommen mit dem Dokumenta. Lasst uns gemeinsam für eine Kultur des Whistleblowing streiten, die es hierzulande, wie wir gehört haben, ja nun wirklich nicht ansatzweise gibt. Was uns fehlt und was wir dringend brauchen, einen Snowden im BND und im Verfassungsschutz. Und jede Menge Zivilcourage. In diesem Sinne, herzlichen Dank.